Hi, ich bin Ricardo und ich bin heute auf der IFA unterwegs, um mir den Samsung Galaxy Ring anzuschauen. Der sorgt eigentlich dafür, dass du deine Smartwatch zwischendurch mal zu Hause lassen kannst, aber trotzdem noch einen guten Einblick bekommst in deine Herzfrequenz oder auch deine Schritte, die du abgelegt hast. Ich würde sagen, wir schauen uns den mal genauer an. Der Samsung Galaxy Ring hat drei verschiedene Sensoren an Bord. Zum einen ein Beschleunigungssensor, der dafür sorgt, dass du, wenn du eine Runde laufen gehst, deine Schritte gezählt werden. Aber auch ein Pulssensor, der natürlich dafür sorgt, dass du deinen Pulsschlag kontrollieren kannst. Und auch ein Infrarot-Temperatursensor, sodass du auch einsehen kannst, wie sich deine Hauttemperatur während des Schlafes verändert. Der Ring läuft ganze 7 Tage auf einer Akkuladung. Und das bedeutet, dass du ihn tagsüber nutzt für deine Aktivitäten und zum Schrittezählen, aber nachts auch zum Schlaftracking. Was ganz cool ist, dass es ein praktisches, durchsichtiges Lade-Etui gibt. Wenn du den Ring da reinlegst, dann lädt er auch automatisch auf. Du kannst den Ring aber auch ganz normal drahtlos aufladen. Galaxy AI analysiert dann deine Fitnessdaten, aber auch deine Schlafdaten und gibt dir eine gute Einsicht in, wie du deine Fitness oder auch dein Wohlbefinden noch verbessern kannst. Zum Beispiel mit praktischen Tipps, um eventuell abends deine Bildschirmzeit zu verringern oder auch einen wohltuenden Tee zu trinken, bevor du schlafen gehst. Finde ich echt ziemlich smart. Und das Ganze findest du natürlich in der App von Samsung. Also alles in allem finde ich den Samsung Galaxy Ring echt cool. Ich kann mir echt vorstellen, dass man dadurch seine Smartwatch vielleicht mal öfters zu Hause lässt. Zum Beispiel bei einem Tag am Strand, wo es halt ein bisschen störend ist, um die ganze Zeit ja eine Uhr mit sich rumzutragen und die man auch vielleicht nicht so mit Sand und Salzwasser in Berührung bringen will. Also das finde ich echt ziemlich cool. Es gibt den Ring in 3 verschiedenen Farben, also da ist wirklich was für jeden dabei. Und ich muss sagen, mit 7 mm ist er auch relativ schmal für die Funktionen, die er bietet. Passt also zu jedem Outfit und stört auch nicht beim Tragen. Das war es auch schon wieder zum Samsung Galaxy Ring. Ich würde sagen, falls du noch Fragen hast, schreib sie wie immer gerne hier unten in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!